Und damit willkommen zur nächsten Qualifikation, die wir uns anschauen. Maxi ist dran. Kennt man, ich glaube, erstmals aus dem VBT 2015. Hat dann, wo ich ihn auch noch kenne, hat beim Speedy Challenge Battle mitgemacht, heißt es, glaube ich. War auch da ganz gut. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also er hat da mal als Fatpool oder so mitgemacht. Also wo er sich quasi so ein Deadpool-Kostüm übergezogen hat und dann eben so ein bisschen das gemacht hat, was er am besten kann, so selbstironisch sein. Und ich bin mal gespannt. Also wodurch er mir damals beim VBT 2015 aufgefallen ist, ist jetzt nicht unbedingt die Rap-Skills. Wobei da vermute ich, hat er sich jetzt auch verbessert. Also das passiert ja automatisch, wenn man regelmäßig rappt. Aber vor allen Dingen die Videoideen. Da bin ich auch dieses Jahr wieder gespannt, was der da so bringt. Weil da waren teilweise 2015 richtig geile Dinger dabei. Also so videotechnisch. Da hat er auf jeden Fall einiges drauf. Willst du irgendwas noch zu Maxi sagen oder sollen wir anfangen? Ich möchte nur sagen, dass Maxi mir auch schon ein Bekannter ist. Ja, durchaus auch durchs VBT und auch durch seine Sachen mit Jokes. Ja, und das war's. Jetzt können wir starten. Alles klar. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich da regelmäßig Stopp drücke, damit wir, weil die Quali geht 4 Minuten, das ist bis jetzt die längste, die wir uns angucken, wir werden uns das jetzt ja, Part für Part vornehmen, denke ich mal. Los geht's. Hallo, willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung. Holen Sie mal Notizblock. Yeah! Okay! Also ich hätte gerne ein Happy Meal mit Weltfrieden, ohne Käse und dem Spielzeug, das Musik macht und fliegen kann. Jetzt ja, 30 Millionen Euro bitte. Was? Das sind 40 Kilo Wackness, 5 Kilogramm Rap, dazu 35 Kilo überragendes Meth. Leider 30 Kilo weniger, war länger auf Diät und bleibe 80 Kilo fett für das letzte VBT. Maxi, habt ihr gedacht, ihr wehret mich los? In der Regel bin ich weg, hier kommt der Regelverstoß. 2015 habe ich angefangen, Witze auf Takt zu sprechen. Hab's damit geschafft, meinen Gegnern den Hals zu brechen. Bitch, ihr habt mich gefeiert für lächerlichen Scheiß. Der Rap war Müll und die Pointen waren längst nicht so nice. Doch dann habe ich mich verbessert, hätte niemand geahnt. Nein, tausendfache Steigerung in nicht mal einem Jahr. Surprise, alle hassen mich. Hä? Was, Bitch? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für abgefuckt? Da müsst ihr furzen. Das ist, als hätte ich 50 Kilo Speck verloren, nur um dann zu sagen, boah Mann, ich bin echt fett geworden. Im SCB war ich kreativ und gut wie nie, doch nicht ernst zu nehmen, laut der SCB-Community. Ich bin ein lächerlicher Witz. Okay, hab ich gecheckt, also hab ich das ja drauf eben mit Maske gerappt. Da habt ihr euren Witz, ich hab mich lächerlich gemacht, doch nach wie vor haben alle nur meine Rap-Skills ausgelacht. Denn für euch gibt es keinen Spaß und auch keinerlei Scherz. Dachtet ihr echt diese getreute Scheiße, meine ich ernst? Und das letzte Gefecht. Ich glaube, das war der erste Part. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, was sagst du soweit? Also, ich finde die Lines ziemlich cool. Wieder so ein bisschen auf Selbstironie getrimmt, natürlich. Am Anfang mit der McDonald's-Bestellung, wo er, was ja eine klare Anspielung auf die Drohne ist. Mit dem Matt. Und ich bin der Meinung, er hat sogar abgenommen. Kann das sein? Ja, definitiv. Sagt er ja auch. Ja. Und ich finde, der hat sich, also klanglich definitiv gesteigert. Noch mehr. Ja, auf Von jeden Fall. 2015, dann die Sachen mit Ace in diesem Team Battle und jetzt das. Das ist einfach, ja. Das, ja. Und vor allen Gut. Dingen den Finde ich Beat. gut. Den Beat finde ich auch nett. Ist nicht so dieser VBT-Standard-Beat, sondern ich weiß nicht, vielleicht ist er ja sogar selbst gebaut, kann er vielleicht auch nicht. Klingt auf jeden Fall ganz cool, so ein bisschen rockiger. Wie gesagt, ich finde immer, wenn da so Einflüsse von außerhalb mit reinkommen, finde ich gar nicht so schlecht. Ansonsten endet es nur wieder in dieser typischen Deutschrap-Klischee-Kiste, Eugenics. Nein, nein, nein. von daher.
finde ich das eigentlich ziemlich cool bis jetzt. Auch von, also er hat ja jetzt im ersten Part auch so ein bisschen von seinem Werdegang erzählt, sagen wir es mal einfach so. Dass er oftmals dafür belächelt wird, dass er nicht ernst zu nehmen ist und so weiter. Aber gerade das ist ja das Schöne am VBT, dass da solche MCs teilnehmen dürfen und eine Chance haben. Und er ist, wie gesagt, vom Klangbild her und so weiter, ist er ziemlich gut. Wie gesagt, Technik achte ich nie so genau drauf. Gefällt mir auf jeden Fall. Jo. Und er hat ein Thema. Und er Wie hat du ein. schon gesagt hast, Ja. das Thema, das zieht da momentan vollkommen durch. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Runden sein wird. Vielleicht macht er da auch einen ernsteren Typen. Meinst du den Ernst? Ja, ich glaube, er wird schon auf seiner Schiene bleiben. Gut, aber man muss auch sagen, bei Maxi, der passt das immer ein bisschen an seinen Gegner an. So war es zumindest, oder so ist es zumindest in den Runden, die ich kenne. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock auf seine Videos, weil da halt immer richtig kreative Ideen hinter sind. Gut, das hier ist jetzt ein Quali-Video, aber selbst für ein Quali-Video finde ich das hier schon ziemlich cool gemacht. Ja. Hat auf jeden Fall was. Gut, hören wir mal weiter rein. Ja, dachtet ihr echt, diese getreute Scheiße meine ich ernst? Und das letzte Gefecht, Battle Rap stirbt mit dem VBT, weil heute die Community nur aus Snitches und Hoes besteht. Warum machst du dann mit, willst du ein Zeichen setzen? Nein, ich nehme das nur auf, um mein neues Mic zu testen. Upsala, ich glaube, das war jetzt der erste Part. Egal. Machen wir weiter. Das sind 40 Kilo Wackness, 5 Kilogramm Rap, dazu 35 Kilo Überkrage des Mett. Leider 30 Kilo weniger, war länger auf Diät. Doch bleibe 80 Kilo fett für das letzte VBT. Was Fitness? Pack die Sportgeräte schnell ein. McDonald's ist zurück, eure Diät ist vorbei. Dieser Battle-Einheitsbrei ist mir einerlei. Maxi kocht jetzt kiloweise feinstes Fleisch. Alles neu, ich bin bereit, 10.000 Battle zu droppen. Dann würde ich schon schlecht von hier essen und dann kotzen. Ja, ich bin wahnsinnig verfressen und besoffen. Sag mal, hat der Aldi eigentlich um 6 Uhr noch offen? Yo, Augenblick, ich muss mal weg, bis gleich. Yo, Maskenrapper, spring mal bitte schnell für mich ein. Okay? Jetzt mach mal halblang, sonst fick ich deine Mutter. Und ich rate dir eins, lass die Finger von meinem Futter. Ey, frisst du mir den Käse weg, verpiss dich, du Ratte. Verpiss dich. Bring mir jeden Gegner und dann ist mir auch Latte. Ist mir ob der Headset, Trap Rap, Faggot oder Backpack ist. Jeder Battle Rapper kriegt bei mir sein Fat Black, Bitch. Jeder. Ich hab Hunger und noch Platz am Esstisch. Ich ess dich doch zum Frühstück, Kleiner. Was unterschätzt mich nicht, der Drachenlord des Rap. Abgefuckt und hässlich. Also traut euch, kommt zu mir, macht mich fertig. Okay. Also, die Stelle mit dem Maskenrapper war sehr, sehr cool. Ja. Damit auch mal gleich die Maskenrapper ein bisschen auf die Schippe genommen. Dann natürlich die obligatorische Drachenlord-Zeile. Beziehungsweise eigentlich ist es ja üblicherweise im VBT die Jannix-Zeile. Man merkt, dass er da so ein bisschen im Kosmos drin ist. Ich find's gut. Ja, ich finde aber ein bisschen zu viele fetten Lines schon wieder drin. Einer Also. von uns, einer von uns. Er ist einer Hater, von ein Hater. Noch uns. einmal schwingen, wenn's sein muss. Nee, also ich finde es ja okay, dass er sich auf die Schippe nimmt, aber da war jetzt schon wieder so viele Anspielungen auf sein Gewicht. Vor allen Dingen, weil er auch gar nicht so fett ist. Also Das stimmt, das ich stimmt. fand ja auch, er war damals auch nicht so fett. Er war kräftiger, okay, aber er war jetzt Wie nicht. bei Klaus Bukake damals, die haben alle gesagt, der ist fett. Ich meine, weißt du, Kam hat mir auch noch gesagt, ich bin fett. Ja, also es ist manchmal sucht man dann irgendwo, wenn man keinen Gegnerbezug findet, muss man eben auf das in Klammern offensichtlichste gehen, was aber ja selbst dann noch irgendwo Unsinn ist. Also wie gesagt, ich finde, Maxi, bring mal ein paar weniger fetten Lines in deinen nächsten Runden. Ab und zu kannst du mal eine bringen, immer wieder so als Running Gag, aber ich finde, das war jetzt im zweiten Part ein bisschen übertrieben mit den fetten Lines. Ja, also mehr solche Ideen wie das mit dem Maskenrapper, weniger fetten Lines, aber die generellen Zeilen so gegen das VBT, wie sich das entwickelt hat mit dem Trap und den ganzen Stilrichtungen und so weiter, die finde ich schon cool. Gut, gucken wir weiter. Jawohl. Das sind 40 Kilo Wackness, 5 Kilogramm Rap, dazu 35 Kilo Überkrage des Mett. Leider 30 Kilo weniger, war länger auf Diät.
bleiben 80 Kilo Fett für das letzte VBT, denn das sind 40 Kilo Wackness, 5 Kilogramm Rap, dazu 35 Kilo überragendes Match, leider 30 Kilo weniger, war länger auf Diät, doch bleiben 80 Kilo Fett für das letzte VBT. Mit Leute, ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei der letzte Kaschbaum, das letzte Arschloch. Und das bin ich ja auch, das nennt sich Humor, also hört auf mir ans Bein zu pissen, ihr penisamputierten Mistkäfer. Und wenn irgendeiner Ätzel ein Problem mit mir hat, dann traut euch, kommt zu mir, als Schauerberg 8 in 91448 Ludwigshafen und bringt mir was zu essen, na, na, na. Denn ich hab Hunger. Oh. Danke. Ja. Also das am Schluss. Ich fürchte fast. Ja. Ich fürchte fast, das war eine Snickers-Werbung. Das war. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Das war der macht jetzt gar keine Runden mehr, der Maxi. Nee, der macht jetzt nur noch Schleichwerbung. Finde ich nicht cool, diesen Sellout. In der VR1 kommt dann einfach 10 Sekunden so ein Streifen von Snickers. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Das ist immerhin eine Punchline, glaube ich. Ja. Ja, aber dann... Also den letzten Part, den hast du ja jetzt eher verstanden. Wie gesagt, in dem ganzen Drachenkosmos bin ich ja jetzt nicht so drin. Aber das klang schon schwer nach einer Rainer Winkler-Imitation, oder? Ja, könnte man schon so sagen. Ne? Gut, wie gesagt, da müssten wir eigentlich mal den Rudi fragen. Ist egal. Ich will auch gar nicht näher drauf eingehen auf das Thema. Oder die Ramona. Wir könnten auch Ramona fragen. Aber ich glaube, die hat nicht so viel Zeit. Die muss LKW-Fahrer bedienen. Okay. Gut. Alles klar. Willst du noch irgendwas sonst zu Maxi sagen? Ich finde Maxi gut und ich finde es gut, dass er teilnimmt und ich wünsche mir, dass er so ein paar Runden bringt und ja, das war's. Ich auch. Trotz einiger kleinerer, aber mittlerweile wirklich schon kleinerer, flowlicher Defizite, guter Text, gute Videos, ich habe richtig Bock auf deine Runden. Bisschen weniger fetten Lines, wie gesagt. Ansonsten mach weiter so. Ja, komm, das ist eine Quali. Bald hat er Gegner für Bezug. Ja, okay. Mal schauen, was er so macht dann bei seinen Gegnern. Yes.